Ja, grüezi miteinander. Ein herzliches Willkommen aus Basel zu unserem Webinar Erfolgreiche Strategien für das Publizieren von Forschungsergebnissen. Ich hoffe, dass Sie alle gut eingetroffen sind in diesem Go-To-Webinar und dass Sie uns hören können, dass Sie uns sehen können. Und ich würde jetzt kurz die Präsentation öffnen. Ich hoffe, dass Sie die Präsentation sehen können. Kurze Information, dieses Webinar wird aufgezeichnet und die Aufzeichnung wird auch Ihnen zur Verfügung gestellt und auch öffentlich gemacht auf dem YouTube-Channel, damit Sie das wissen. Mein Name ist Gregor Bangert. Ich bin der Ansprechpartner beim Kager Verlag für akademische Institutionen, für Forschungseinrichtungen. Und ja, freue mich sehr gut, sehr heute hier Gast zu sein. Und ich freue mich auch sehr, dass meine Kollegin Eva Murzen von Kager UK dazustößt. Sie ist eine Spezialistin für die Produkte, die Outreach-Produkte, über die wir heute sprechen werden. Und Eva hat selbst einen wissenschaftlichen Hintergrund. Sie hat einen Abschluss Bachelor in Soziologie von der Universität Bremen und einen Magister in Transcultural Studies von der Universität Heidelberg. Unser ganz besonderer Gast ist heute Professor Dr. Christopher Gerner von der Universität Wien. Und wir danken ganz herzlich, dass er sich die Zeit genommen hat, mit uns über Wissenschaftskommunikation zu sprechen und ganz konkret über ein Projekt, was er vor 2, 3 Jahren zusammen mit uns gemacht hat im Bereich von Wissenschaftskommunikation und Outreach. Würden wir also Dankeschön. Informationen aus erster Hand erhalten. Jetzt möchte ich Sie kurz auf die Agenda hinweisen, die verschiedenen Punkte, die wir Ihnen präsentieren möchten. Ganz wichtig sind Ihre Fragen. Es ist natürlich bei so einem Webinar immer mit der Interaktion teilweise kompliziert. Sie haben eine Chat-Funktion, die sehen Sie auf Ihrem Schirm. Dort können Sie Fragen stellen. Im Hintergrund ist eine Kollegin, Frau Laura, die auf diese Fragen achten wird. Wir werden nach jedem Punkt, den Sie hier aufgelistet sehen, versuchen, auf die Fragen einzugehen. Also in meinem ersten Punkt würde ich grundsätzlich das Thema besprechen, auch warum der Kager Verlag aus Basel sich mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt. Dann werden wir ein Live-Interview führen mit Professor Gerner zu seiner Erfahrung mit diesem Thema. Dort sind auch wieder Fragen von Ihnen möglich, die wir gerne entgegennehmen. Dann wird meine Kollegin Eva uns hinter die Kulissen führen von Outreach Services. Sie ist selbst Kommunikationsspezialistin, hat an Projekten gearbeitet und kann uns da Informationen aus erster Hand geben. Und ganz zum Schluss werden wir noch einen Blick werfen, was wir bei Kager den akademischen Einrichtungen, den Universitäten und Forschungsinstitutionen anbieten, damit sie ihre Forschenden unterstützen können. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Dann würde ich jetzt loslegen mit dem ersten Punkt, Wissenschaftskommunikation und Outreach. Sie kennen Kager Verlag wahrscheinlich als Wissenschaftsverlag in der Schweiz. Uns gibt es schon 130 Jahre. Und warum kümmert sich dieser Verlag jetzt um Wissenschaftskommunikation und wie diese organisiert und für Forschende greifbar gemacht werden kann? Das beste Beispiel ist eigentlich das, was Herr Professor Gerner gemacht hat. Und da greife ich jetzt schon ein bisschen vor auf unser Interview.
Herr Professor Gerner hat in der renommierten Zeitschrift Nature Communications einen Artikel herausgegeben, zusammen mit anderen Autoren. Und dieser Artikel hat den Titel Finger Sweat Analysis Enables Short Interval Metabolic Biomonitoring in Humans. Ich denke, für das breite Publikum ist das sehr schwer zu verstehen. Wenn man jetzt in den Artikel auch hineinschaut, dann sieht man, dass das Hardcore-Wissenschaft ist, also so wie man es erwartet auch von Forschenden mit aussagekräftigen Diagrammen. Und Herr Professor Gerner hat dann den Schluss gefasst, dass die Erkenntnisse aus dieser Forschung, dass die von einem allgemeinen Interesse sind. Und da ist er dann auf uns zugekommen, beziehungsweise auf den Vorgänger Research Publishing International, bevor Kager sich dort engagiert hat. Und dort hat dann die Kollegen in England haben diesen Artikel, der in Nature Communications erschienen ist, umgesetzt in eine verständliche Sprache. In einem, auch mit Illustrationen, in einem Englisch, das befreit ist vom wissenschaftlichen Fachjargon und wo es auch die Möglichkeit gibt, Interviewfragen zu stellen an Herrn Professor Gerner und auch anzugeben, an welcher Institution er lehrt, an der Universität Wien. Das ist also der praktische Hintergrund, da wir engstens mit Forschenden vernetzt sind weltweit und dieses Bedürfnis kennen, haben wir uns als Kager Verlag auch dort engagiert. Und es ist eine Sache, diesen Artikel zu schreiben, in einer verständlichen, zugänglichen Sprache. Aber dieser Artikel sollte dann auch seine Leser finden für ein bestimmtes Publikum oder sogar weltweit. Und das Besondere an unseren Outreach-Services ist, dass wir diese Verbreitung des Artikels dann auch übernehmen über die sozialen Netzwerke. Und der Forschende erhält zum Schluss so ein Report, wie Sie ihn hier sehen, ein Impact Analysis. Und dort kann er sehen, welche Statistiken es beim Zugriff zum Beispiel über Facebook gab oder auch, was sehr wichtig ist, Twitter. YouTube wird auch sehr viel genutzt, manchmal auch andere Plattformen. Angaben zu den Impressions und zu den Engagements, so dass er auch etwas in der Hand hält und auch vielleicht anderen zeigen kann, wie die Öffentlichkeit auf diesen Artikel reagiert hat. Vielleicht auch noch ein bisschen zum theoretischen Hintergrund, warum wir das bei Kager machen. Wir sind sehr engagiert im Open Access und schon über 50% unserer Artikel sind Open Access verfügbar. Auch der Artikel von Professor Gerner ist Open Access verfügbar, so dass wir sagen können, für die wissenschaftliche Community wird mehr und mehr frei verfügbar. Und das ist eine Entwicklung, die wir sehr begrüßen. Ein Grundsatz von Kager heißt Open to Open. Wir möchten diesen Open-Begriff noch weiterziehen, umfassend für andere gesellschaftliche Gruppen oder sogar für die Gesellschaft an sich. Und dort sehen wir, dass der Zugriff natürlich nicht so vorliegt wie jetzt für die Wissenschaftler. Wir denken da an die Praktiker, an die Unternehmen, aber auch an die Nicht-Experten in der Gesellschaft. Sie können zwar den Artikel aufrufen, aber ein Verständnis ist natürlich noch nicht gegeben. Dort bedarf es zusätzlicher Arbeit, um das verständlich zu machen. Und dort tritt dann Kager Research Outreach Services auf die Bühne. Und es sind zwei Wirkungsfelder, die wir hier, wo wir tätig werden. Das eine ist übersetzen und das andere ist verbreiten. Übersetzen in einem ganz ursprünglichen Sinne, übersetzen nicht von einer Sprache in die andere, sondern übersetzen mit verständlich machen.
in eine verständliche Sprache bringen. Das ist oft die englische Sprache, aber es können auch andere gängige Sprachen sein. Es gibt auch Projekte auf Deutsch oder auf Französisch oder Spanisch. Dann ist der Nutzer natürlich ansprechende Formate gewöhnt. Das heißt, er will vielleicht lieber ein Video schauen oder eine Animation. Oder er möchte einen Artikel lesen, der eine Art Magazinartikel ist, der also sehr viel zugänglicher ist für ihn als jetzt ein Wissenschaftsartikel. Und das andere Wirkungsfeld ist das Verbreiten. Dort haben wir Plattformen etabliert, die es jetzt schon seit einigen Jahren gibt und die gut angenommen sind, wie Research Outreach oder Research Features oder für Podcast Research Pod. Das sind quasi Ankerplätze im Internet, wo die Inhalte liegen. Und von dort müssen sie natürlich dann auch verbreitet werden, die Informationen, dass es sie gibt. Und das geschieht über die gängigen sozialen Netzwerke, Medien, die Sie auch kennen. Bei Podcast wäre das Spotify oder Apple Podcast. Und wenn Sie sich im Markt umschauen, dann ist die Tatsache, dass wir beides machen, übersetzen und verbreiten, etwas, was uns einmalig macht im Markt, dass wir das aus einer Hand anbieten können. Warum ist Information für die Öffentlichkeit wichtig? Teilweise wird es heute schon von Forschungsprogrammen, von Fundern verlangt. Wenn man zum Beispiel auf die Richtlinien des European Research Councils schaut, wir sehen hier das gelb unterstrichene, den gelb unterstrichenen Satz, dann wird hier konkret verlangt, dass multiple audiences, including the media and the public, über die Forschungsergebnisse informiert werden sollen. Wenn wir nach Deutschland schauen, ist zum Beispiel im Rahmen der Exzellenzinitiative auch verpflichtend, dass Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit weitergegeben werden in einer verständlichen Form. Von Land zu Land gibt es dann noch andere Beispiele. Aber ich habe jetzt einfach mal die EU und Deutschland als Beispiel herausgegriffen. Ein wichtiger Punkt bei Outreach-Services ist es auch, gegen Fake Science vorzugehen. Ein Thema, das uns intensivst begleitet, auch seit 2020 mit der beginnenden Pandemie. Und wir haben es auch von vielen Kunden gehört, dass ihnen wichtig ist, eine Stimme in der Öffentlichkeit zu haben, um auch Forschung, die nach guter wissenschaftlicher Praxis entstanden ist, weiterzugeben. Ja, das wäre jetzt der Punkt, wo ich Herrn Professor Gerner ins Spiel bringe. Herr Professor Gerner, sind Sie da? Ja, ich höre Sie. Ah, wunderbar. Ich darf Sie noch mal kurz unseren Zuhörenden und Zuschauenden vorstellen. Sie kommen von der Universität Wien. Sie sind jetzt Professor für Bioanalytik. Genau. Leiten auch das Joint Metabolome Facility. Genau. Ursprünglich haben Sie Biochemie in Wien studiert und Sie haben auch den Postdoc in Wien gemacht und am Trinity College in Dublin. Und nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie die Zeit nehmen, uns etwas zu berichten, was Ihre Erfahrung ist bei diesem Thema der Öffentlichkeitsarbeit oder Forschungsergebnisse in die Öffentlichkeit zu tragen. Können Sie uns sagen, was Ihre ursprüngliche Motivation war, überhaupt in die Öffentlichkeit zu gehen?
Ja, also das ist tatsächlich auch eine Anforderung durch unser Rektorat. Es wird von der Wissenschaft erwartet, man nennt es eben Third Mission, dass man die Informationen hinausträgt. Und ich denke, das ist tatsächlich notwendig. Ich bin auch noch recht dankbar für Ihren letzten Hinweis mit dieser Fake Research, weil uns das Problem tatsächlich belastet. Wir haben ja einerseits die Aufgabe, seriöse, sehr gut fundierte Resultate zu produzieren und müssen die auch kommunizieren. Die Kommunikation erfordert, wie wir gerade gehört haben, eine verständliche Sprache. Das ist oft nicht das, was wir ursprünglich gelernt haben. Und diese Verbindung ist heute wirklich ganz, ganz wichtig, um sich entsprechend absetzen zu können. Weil ich erreiche dadurch mehr Menschen als mit einem wissenschaftlichen Artikel, der von vielen nicht wirklich verstanden werden kann, und gebe trotzdem dem interessierten Experten die Möglichkeit in die Hand, dann auf die Originalliteratur zurückzugreifen, um die Aussagekraft und auch die Verlässlichkeit und so weiter zu überprüfen. Also diese Kombination ist etwas, von dem ich überzeugt bin, dass sie auch zunehmend immer wichtiger werden wird. Wir werden ohne dem nicht mehr arbeiten können. Also unsere Motivation war tatsächlich, es klar zu machen, dass hier neue Möglichkeiten entstehen. Die sind natürlich, wir sind ja heute viel weiter, als wir damals waren, aber ich möchte schon auch jetzt sagen dürfen, dass uns das ja auch geholfen hat, weil dadurch, dass wir hier etwas kommuniziert haben über den Bereich hinaus, der jetzt die analytische Chemie betrifft, konnten wir auch viele Projekte initiieren, die wir jetzt gerade erfolgreich durchführen, um dann tatsächlich irgendwann einmal zu einem Produkt zu gelangen, das wir dann auch vielleicht irgendwann einem Kunden anbieten können von einer entsprechenden Firma. Das ist ja nicht mehr die Aufgabe einer Universität. Aber es ist natürlich ja das Ziel, etwas zu entwickeln, was letztendlich dann auch bei einem Kunden ankommt. Wie haben denn Ihre Forscherkollegen und Kolleginnen darauf reagiert? Gab es eine Reaktion an der Universität Wien oder ist es etwas, was ganz üblich ist, dass man in die Öffentlichkeit geht mit seiner Forschung? Also über die wissenschaftliche Community hinaus? Es wird, ich sage wirklich so, es wird mehr und mehr erwartet und insofern ist es eigentlich sofort positiv aufgenommen worden. Eher mit dem Gefühl, gut, dass das jetzt hier gemacht wird und gemacht wurde. Wir erfüllen damit einen Auftrag, der in den letzten Jahren vielleicht zu wenig ernst genommen wurde. Und insofern habe ich eigentlich nur positives Feedback bekommen. Wunderbar. Und haben Sie auch von Nicht-Expertinnen ein Feedback bekommen? Ich möchte es eher fast so nennen. Es gab ein bisschen ein Feedback, aber es war mehr für mich hilfreich mit Kooperationspartnern, denen das zu erklären, da sind ja viele Ärzte auch dabei. Für uns sind natürlich jetzt das die wichtigsten, weil wir evaluieren ja klinische Aspekte. Und ich habe es wesentlich leichter getan, den Ärzten diesen Outreach-Artikel zu zeigen. Und die haben mit dem wesentlich besser umgehen können als mit der eigentlichen Originalarbeit. Und dafür war es sehr, sehr hilfreich. Das ist auch ein wichtiger Hinweis, ja, genau, dass der Begriff Experte. Ich meine, die Wissenschaft hat sich ja so, hat sich so spezialisiert, ja, dass, ja, dass sozusagen auch ein Dr. Med erstmal ein Nicht-Experte ist, ja, und dass es dann gut ist, wenn Sie den Artikel geben können, ja, genau. Unbedingt. Also das ist tatsächlich entscheidend, weil das geht nicht. Das wäre zu viel verlangt. Diese Übersetzung in eine verständliche Sprache ist tatsächlich etwas, was ich wahrscheinlich vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren in der Bedeutung noch nicht richtig eingeschätzt habe. Ja. Haben Sie nicht damals auch überlegt, vielleicht ein anderes Format zu wählen, vielleicht einen Podcast oder eine Animation? War das ein Thema damals? Oder? Genau, eigentlich ja. Und jetzt muss ich schon auch ganz offen zu Ihnen sein. Wir haben natürlich hier eine große Vielzahl von Verantwortlichkeiten und Tätigkeiten. Also einem Universitätsprofessor ist üblicherweise nicht langweilig. Und also ein Podcast bedarf natürlich einer Pflege. Ja, Sie müssen ja dann doch immer wieder hier zur Verfügung stehen und so offen und ehrlich möchte ich jetzt sein dürfen, dass das der bequemere Weg einmal war. Aber das würde ich jetzt nicht ausschließen, dass so etwas noch einmal zustande kommen kann. Okay? Ja, absolut, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Mein Ziel unseres Services wäre ja dann auch, eigentlich zeitlich zu entlasten, ja, genau. Aber Sie haben recht, es gibt immer einen Initialaufwand, den auch der Forschende Und da möchte ich mir jetzt schon erlauben, auch ein wirkliches Kompliment an die Betreuung, also an die Eva Murzen auszusprechen, weil
das war schon so, dass uns die meiste Arbeit abgenommen wurde. Also das hat hier funktioniert. Ich möchte hier nur aus dieser Praxis sagen dürfen, wir haben im Prinzip vorhandenes Material weitergegeben und die wesentliche Arbeit in der Aufarbeitung war nicht in unseren Händen und das ist ganz professionell und ich war damit unglaublich zufrieden umgesetzt worden. Und damit haben Sie genau das erreicht, was Sie gesagt haben. Sie haben uns Zeit gespart, die für uns schon ein knappes Gut ist. Ja, das, Danke für das Kompliment. Das hat Eva gerne. Ja, das ist verdient, ja. Also unser Ziel ist es eigentlich, dass der Forscher an sich vielleicht eine Stunde, maximal zwei Stunden damit verbringt, wirklich uns das Material zu liefern, aber ja, auch dann Feedback zu geben. Genau. Und idealerweise nicht mehr wie das. Also ja. Sie sind dem schon sehr nahe gekommen, tatsächlich, ja. Wenn Sie jetzt als jemand, der es schon mal gemacht hat, ja, der so ein Projekt angestoßen hat, ja, und auch kommerzielle Service-Dienstleister genutzt hat, was würden Sie jetzt jemanden, der neu anfängt, ja, einen Jungforschenden, was für einen Ratschlag würden Sie geben, ja, wie man vorgehen sollte am besten? Sie schaffen mit diesem Medium Aufmerksamkeit, aber Sie müssen natürlich auch wissen, wie viel Aufmerksamkeit in welchem Bereich Sie überhaupt wollen. Weil wenn Sie zum Beispiel das Interesse wecken an einem Produkt, was noch nicht existiert, geht es ins Leere. Dann haben Sie unter Umständen nichts Positives erreicht. Wenn Sie zeigen, dass hier etwas möglich ist, in das noch investiert werden muss, damit es daraus entsteht, dann haben Sie das Richtige gemacht. Das war unser Versuch und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Aber Sie verstehen, es ist ein Prozess. Das ist ein laufender Prozess, der gerade jetzt auch immer intensiver wird, weil ja über diese ganzen klinischen Studien, die hier durchgeführt werden, immer mehr Daten reinkommen und auch dieses Outreach immer mehr Personenkreise sich dafür interessieren werden. Das heißt, die Aufgabe, die wir initiiert haben, wird jetzt eigentlich immer komplexer und immer aufwendiger werden. Also wir werden da sicher entsprechend weitermachen. Also Sie verstehen, das muss man tatsächlich immer abstimmen in dem Stadium, wo man ist. Und ja. Darum haben wir noch nichts Fertiges angeboten, aber wir haben mal gezeigt, dass das ein möglicher Weg ist, den man begehen kann und der technisch funktioniert. Ja, genau. Gab es auch die Überlegung, es auf Deutsch zu machen oder war Englisch immer klar, dass der Artikel auf Englisch erscheinen würde? Ich habe das auch nicht bereut, weil es ist heute schon geradezu eine Erwartungshaltung, dass wissenschaftliche Texte in Englisch formuliert werden. Wir bieten ja zum Beispiel auch an, Masterarbeiten auf Englisch oder Deutsch zu formulieren. Ich glaube, ich hatte seit 10 Jahren keine deutsche Masterarbeit mehr, nur um sie in der Praxis zu geben. Also das heißt, dass wenn sich jemand für Wissenschaft interessiert, ist er des Englischen meistens ausreichend mächtig und das war eben auch Ihre Unterstützung, es so gut lesbar zu machen, dass man kein Expertenwissen braucht, um dem folgen zu können. Genau. Und wie gesagt, Sie hatten ja auch die Absicht, das Spezialisten außerhalb Ihres Wissenschaftsbereiches auch zu zeigen. Ja, genau. Und das war eigentlich aus meiner Sicht das Erfolgreichste. Das war der größte Benefit, den ich daraus gezogen habe. Ja. Darf ich zum Schluss fragen, ob Sie weitere Forschungsprojekte haben, mit denen Sie vielleicht ein Forschungsprojekt haben, mit dem Sie an die Öffentlichkeit gehen wollen? Oder wollen Sie dieses Biomonitoring-Projekt, das ja hochspannend ist, wo man am Schweiß erkennt, gerne. Also das, den Zustand der Proband hat? Ja. Also das, was jetzt am Schweiß momentan am interessantesten ist, ist, dass wir feststellen können, dass auch psychiatrische Erkrankungen assoziiert sind mit metabolischen Veränderungen, die spezifisch sind für die psychiatrische Erkrankung. Und das ist natürlich spannend, weil das könnte damit auch neue Therapiemöglichkeiten eröffnen. Das ist schon sehr anspruchsvoll, also das geht jetzt biochemisch dann natürlich viel zu sehr in ein Detail, aber allein die Möglichkeit hier aus dem Schweiß auch eine massive diagnostische Unterstützung zu bekommen und eine Klassifikation und Risikofaktoren einzuschätzen, ist etwas, das tatsächlich schon jetzt sehr gut funktioniert. Da sind wir gerade kurz davor, das auch zu publizieren und das wird dann auch ganz sicher versucht, dann über ihre Medien einer breiteren Auditorium zugänglich zu machen. Und es gibt aber auch, wir machen nicht nur Schweiß, wir versuchen überhaupt Metaboliten verständlich zu machen in Bezug auf Krankheitsprozesse. Und da haben wir auch sehr spannende Daten in Bezug auf Oxylipine. Das sind also, man kennt den Überbegriff Eicosanoide, das sind im Prinzip Lipidhormone, die in unglaublich geringer Konzentration einen starken Effekt haben. Und aufgrund dieser verbesserten Analysemöglichkeiten, die wir heute durchführen, können wir auch schon sehr schöne klinische Daten zeigen und die tatsächlich als
diagnostische Markerprofile einsetzen. Das sind doch recht neue Aspekte, die vor wenigen Jahren einfach noch nicht gegangen sind. Das klingt extrem spannend, ja. Und also ich freue mich auch, dass ich dann den Artikel oder auch oder welches Medium es auch ist, dann lesen darf, weil ich genau, das wird kommen. Wahrscheinlich sicher auch nicht verstehen. Und ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, Herr Professor Gerner, ja, dass Sie bereit waren, hier zu sprechen über Ihre Forschung. Ich bedanke mich für die sehr freundliche Einladung. Mhm. Und sagen ganz herzlichen Dank nach Wien. Und ja, hoffentlich sehen wir uns vielleicht im anderen Rahmen auch mal wieder. Ja. Ganz sicher, es wird ja etwas kommen, auch von unserer Seite. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich für die Möglichkeit. Schönen Tag noch. Dankeschön. Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt gehe ich mal kurz auf meine Präsentation zurück. Ja, jetzt würde ich meine Kollegin Eva bitten, uns aus ihrer Sicht, also aus jemandem, der nicht nur wie ich einfach drüber spricht, sondern der es auch macht, ja, genau, zum Beispiel in der Artikelherstellung, im Schreiben, im Organisieren. Und ich versuche dir mal, Eva, jetzt dir Zugriff zu geben auf die Präsentation. Und dann würde ich sagen, the stage is yours, Eva. Ja, ich probiere es mal. Ja. Ja, super. Okay. Ja, mein Name ist Eva. Ich bin Outreach Product Manager bei Carga und zuständig für unsere Outreach-Artikel. Bevor ich zu den Artikeln komme, möchte ich noch kurz einen Überblick geben über all unsere Outreach-Produkte, die wir anbieten. Das hatte Gregor ja auch vorhin schon kurz erwähnt. Es gibt da verschiedene Formate, die wir nutzen, um Forschungsergebnisse verständlich an eine breite Öffentlichkeit zu kommunizieren. Beispielsweise Animationen, entweder in 2D oder 3D. Dann Artikel, Podcasts, entweder als Interview oder im Stil eines Hörbuchs. Kurze 60 Sekunden Videos, Infografiken oder auch ganze Webseiten, auf denen dann verschiedene Inhalte oder Formate veröffentlicht werden können. Bisher haben wir 211 Artikel veröffentlicht für Kunden aus der Dachregion. Diese Kunden kommen von etwa 160 verschiedenen Instituten. Ein paar davon sind hier aufgelistet. Darunter sind viele Universitäten natürlich oder Universitätskliniken, aber auch Unternehmen wie etwa Pharmakonzerne. Genau. Wie erstellen wir überhaupt diese Outreach-Artikel? Also als erstes stellt sich der zuständige Projektmanager vor, der das Projekt von Anfang bis Ende betreuen wird. Der Forscher und der Projektmanager besprechen dann den jeweiligen Fokus des Artikels. Soll er ein bestimmtes Paper beschreiben oder eher eine Übersicht geben, zum Beispiel über ein aktuelles Forschungsprojekt? Wenn es dann noch irgendwelche bestimmten Anforderungen oder Fragen geben sollte, dann können wir die zu dem Zeitpunkt auch besprechen. Und generell ist es so, dass auf Seiten des Kunden bzw. des Forschers hierfür schätzungsweise 30 Minuten benötigt werden. Als zweiter Schritt stellt unser Team dann einen ersten Entwurf, der in verständlicher Sprache geschrieben ist. Das bedeutet unter anderem, dass Fachwörter erklärt werden, die Forschung in einen Kontext gesetzt wird und auch entsprechendes Hintergrundwissen nicht unbedingt vorausgesetzt wird, sondern geliefert und erklärt wird. Der Forscher hat dann die Möglichkeit, Feedback zu geben und der Artikel kann je nach Feedback natürlich auch nochmal umgeschrieben werden. Erst wenn der Forscher zufrieden ist mit dem Text, kreieren wir das Design. Und auch hier hat der Forscher nochmal die Möglichkeit, Feedback zum Design zu geben. Generell ist es so, dass wir die Artikel erst dann veröffentlichen, wenn wir auch die explizite Zustimmung haben vom Kunden. Als dritter Schritt wird der Artikel dann auf unseren Plattformen veröffentlicht und wir starten Werbekampagnen in den sozialen Medien, um eben so viele Menschen wie möglich zu erreichen.
Am Ende dieser Kampagne erstellen wir einen Bericht. Das ist der Impact Report, der unter anderem die Anzahl der Personen zeigt, die einen Inhalt gesehen haben, wie sie sich damit beschäftigt haben, und er gibt auch einige demografische Informationen über sie, also zum Beispiel das Land, in dem sie leben, oder auch das Alter. Kommst du gerade nicht weiter, wenn man? Eva, ist bei dir, bist du noch bei uns, oder? Ja, ah, super, vielen Dank. Ich habe irgendwie keine Kontrolle mehr über die Slides, aber danke. Ja, vielleicht ist es irgendwie von der Technik her, aber ich habe es mal weiter, ich habe mal weiter geklickt, ich hoffe, es ist in Ordnung. Ja, perfekt. Genau, ich würde gerne zwei Projekte vorstellen. Das erste ist ein Artikel und ein Podcast, den wir für Dr. Alexander Lichius geschrieben haben. Das ist der Gründer und CEO von Incellis GmbH. Und zwar hat die Incellis GmbH eine sogenannte Inkubations- und Experimentierkammer entwickelt, die bestimmte Anwendungsprobleme bei der Untersuchung von Lebenszellenproben minimieren soll. Das heißt, die Kammer wird sozusagen um die Proben herum konstruiert, was bedeutet, dass diese Proben nicht mehr von Hand zugeschnitten werden müssen. Und dadurch sollen Experimente effizienter und zuverlässiger laufen. Es gibt auch bestimmte Accessoires, wie zum Beispiel Lichtfilter, die mit denen man auch die Physiologie der Zellkulturen untersucht werden können oder auch andere Experimente durchgeführt werden können. Und das Ziel von Dr. Lichius war es, dass Akademiker, aber auch Unternehmen im Agrar-, Pharma- und Biotechnologiesektor eben von dieser Technologie erfahren. Kannst du einmal weiterklicken? Ja, genau. Danke. Einmal weiter zu klicken. So. Ja. Ja. Wir haben dann für den Kunden einen Artikel erstellt, den man hier sehen kann, der die Funktionsweise und auch das Potenzial von diesen Kammern, dass man dort halt genau das Potenzial gut nachvollziehen kann. Wir haben außerdem auch einen Podcast aufgenommen, der auf diesem Artikel Text basiert ist. Dann mal noch einmal weiterklicken. Genau. Wir haben das dann auf Social Media gepostet. Man sieht hier einmal einen Post auf Facebook und auf Twitter. Über Facebook konnten wir etwa 18.000 Menschen erreichen und über Twitter fast 50.000. Genau, und Dr. Lichius hat uns auch ein schönes Testimonial geschrieben, was ich gerne kurz vorlesen würde. The research features article found the right balance between science, communication and marketing and thus provided the perfect tool for showcasing my newly founded spin-off company. The concerted publication of online article, glossy magazine and podcast raised eyebrows. Although the article was published more than a year ago, I still receive positive feedback through various channels, and the PDF and webpage link remain helpful to inform potential clients about services. The support and guidance of the research features editorial team was fantastic along the whole process. Genau, das zweite Beispiel ist Professor Stefan Brunhuber. Professor Brunhuber ist ein deutscher Autor, Psychiater und Soziologe. Er ist Mitglied im Board of Trustees der Weltakademie der Künste und Wissenschaften und Vollmitglied des Club of Rome. Er hat diverse Forschungsinteressen, unter anderem für Strategien für nachhaltige Entwicklungen, transformative Finanzökonomie und psychische Gesundheit. Und sein Ziel war es, das öffentliche Bewusstsein für seine Arbeit mit der UN zu stärken und auch für seine kürzlich erschienenen Bücher zu werben. Genau, wir haben dann eine Reihe von Podcasts für ihn erstellt.
die seine Forschung in den verschiedenen Bereichen wie Soziologie, Politik und Wirtschaftstheorie zusammenfassen. Da war es so, dass jede Folge auf die anderen Folgen hingewiesen hat. Trotzdem können die Hörer aber jede Folge verstehen, auch wenn sie die vorherigen nicht gehört haben. Genau, und insgesamt konnten wir über die Podcasts mehr wie 678.000 Menschen erreichen. Und genau, es gab noch eine allerletzte Slide, wenn ich einmal weiterklicke, genau. Als letztes haben wir auch noch einen Artikel für ihn erstellt zum Thema nachhaltige Entwicklung und Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Und dieser Artikel hat über 160.000 Menschen online erreicht. Genau, das war es erstmal von mir. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Eva, für diese Einblicke. Und es sind tatsächlich Fragen reingekommen für dich. Drei Fragen. Und zwar eine Frage betrifft die zeitliche Dauer. Können Sie ungefähr sagen, wie lange es dauert, einen Artikel zu schreiben oder einen Podcast zu machen oder eine Animation zu machen? Ja, also generell kommt es immer auf das Projekt drauf an. Bei Artikeln und bei Podcasts gehen wir von, ja, oder rechnen wir mit zwischen 6 und 8 Wochen. Animationen dauern, ja, zwischen 8 und 12 Wochen. Da kommt es aber sehr darauf an, also auf die Länge, wie viele Minuten diese Animation ist und generell, was der Kunde sich wünscht. Wir haben auch öfter immer auch Fast-Track-Clients, das heißt, es sind Kunden, die vielleicht eine interne Deadline haben, irgendeine Art Frist haben. Und ja, da versuchen wir natürlich auch, den Artikel beziehungsweise das Projekt innerhalb dieser Frist auch zu liefern. Okay, wunderbar. Und eine Userin oder eine Teilnehmerin, ein Teilnehmer fragt, da der Service ja für alle Wissenschaftsdisziplinen angeboten wird, wie machen Sie das mit der wissenschaftlichen Expertise? Sie können ja nicht Experte sein für alles, ja? No. Das stimmt. Das bin ich auf jeden Fall nicht. Wir arbeiten aber mit sehr vielen verschiedenen Autoren oder auch Illustratoren zusammen, die halt eben einen speziellen Hintergrund haben in den verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen. Und je nach Projekt, je nach Thema wählt man dann sozusagen den richtigen Autor oder den richtigen Illustrator aus, der sich damit halt auskennt. Okay, wunderbar, danke. Die dritte Frage betrifft andere Sprachen, Deutsch oder Französisch. Das haben wir, glaube ich, schon vorher gesagt. Also ist es auch möglich, einen Text in Deutsch zu liefern oder auf Französisch? Ja, auf jeden Fall. Generell ist es so, dass wir auf unseren Plattformen nur Formate auf Englisch publizieren. Trotzdem bieten wir aber auch Übersetzungen an. Ja. Das heißt, wir können dann zum Beispiel auf die übersetzte Version verlinken oder sie einfach so dem Kunden bereitstellen, dass er oder sie dann auf deren Website veröffentlicht. Bei Animationen zum Beispiel hat man ja auch die Möglichkeit, Closed Captions zu erstellen. Und da können natürlich in mehreren Sprachen bereitgestellt werden auch. Okay, wunderbar. Ja, das waren die drei Fragen. Dann herzlichen Dank, Eva. Dann würde ich jetzt den fünften Punkt vorstellen. KAGAS Angebote für akademische Einrichtungen und Forschende. Wir sind jetzt mit diesem Angebot schon seit einigen Jahren am Markt. Auch die Vorgängerorganisation, das Vorgängerunternehmen Research Publishing International. Und wenn wir schauen, aus welchen Institutionen die Forschenden kommen, dann haben wir gesehen, dass aus einigen einzelnen Institutionen sehr viele Anfragen kommen. Deshalb lag es für uns auf der Hand, dass wir ein Angebot machen möchten, mit dem Institutionen, die Universität, das Forschungsinstitut, die Forschenden unterstützen kann oder sie auch entlasten kann. Und
Wir haben den sehr griffigen Namen Outreach mit zentralem Budget. Vielleicht fällt unser Marketing noch was anderes ein. Aber so nennen wir das Kind jetzt mal. Also es gibt ein zentrales Budget an der Institution, an der Universität, auf das eingezahlt wird. Am Anfang, wir haben jetzt hier einen Betrag von 20.000 Euro oder Schweizer Franken. Und dadurch wird es allen Forschenden dieser Institution ermöglicht, einen Artikel zu schreiben, über den Outreach Service schreiben zu lassen, Entschuldigung, oder eine Animation anfertigen zu lassen oder ein Research, einen Podcast zu erstellen mit Kaga Outreach. Das heißt, es wäre ein zentraler Ansatz, der deutliche Ersparungen im Beschaffungsprozess bringt. Und die Institution hätte den Vorteil, dass sie auch eine Kontrolle über das Branding, das institutionelle Branding hätte, was natürlich auch wichtig ist, um sich in der Öffentlichkeit darzustellen. Zusätzlich können wir diese Impact Reports, die Eva erwähnt hat, dann auch für die gesamte Institution liefern. Das heißt, aggregiert für alle Projekte, die über Kaga Outreach gelaufen sind. Das zentrale Budget hat auch den Vorteil, dass wir es preiswerter anbieten können. Wir geben Ihnen dann einen 10%igen Rabatt. Und wir legen natürlich als Kaga Verlag sehr viel Wert auf persönliche Kundenbetreuung. Und das ist natürlich auch bei diesen Projekten gegeben und auch beim Projektdesign. Wie gesagt, können Sie das für alle Fakultäten an Ihrer Universität anbieten oder auch für alle Forschungsgruppen an Ihrer Institution. Und das Urheberrecht liegt beim Forscher bzw. der Institution, je nachdem, wie Sie es geregelt haben. Wir würden empfehlen, dann eine Open Access Lizenz Creative Commons zu wählen, damit die Verbreitung möglichst einfach geschehen kann. Weil das ist ja das Ziel. Und das ist am besten über eine CC-Lizenz möglich. Ja, einfach, dass Sie so ein bisschen eine Vorstellung haben, wie das dann vom Workflow aussehen könnte. Wir hätten in der Institution, an der Universität, einen Kontakt, den wir mit auch mit Reports vierteljährlich informieren könnten über die Projekte, die laufen. Der Kontakt bei Kaga, der Kaga Account Manager, ist täglich verfügbar. Und bei Fragen, die Institution würde grundsätzlich ihre Forschenden informieren, dass es dieses Angebot gibt. Und wenn der Forschende dann ein Projekt hat, ein Paper, einen wissenschaftlichen Artikel, den er umsetzen möchte in Kaga Outreach, dann würde auch die Genehmigung über die Institution erfolgen. Und der Kaga Account Manager ist auch für den Forschenden immer da, um die Dienstleistung zu erklären und das Projekt auch zu begleiten und auch die zeitlichen Fristen einzuhalten. Ja, ich komme so langsam an das Ende unserer Präsentation. Ich schaue jetzt gerade auf die Uhr. Genau, wir liegen zeitlich sehr gut. Ich möchte noch einfach mal zusammenfassen, was die Motivation ist hinter unseren neuen Dienstleistungen in der Wissenschaftskommunikation. Zum einen das öffentliche Verständnis und die Wertschätzung für Wissenschaft zu steigern. Allgemein, aber auch für einzelne Institutionen in ihrer Region, in ihrem Land. Dann eine effektive, schnelle Möglichkeit zu geben, die Fördermandate einzuhalten. Man stelle sich nur vor, dass Forschende das versuchen, selbst zu machen. Das würde natürlich sehr viel Zeit und Ressourcen kosten. Und dann der sehr, sehr wichtige Kampf gegen Fake Science, gegen die Wissenschaftsverdrossenheit, die sich teilweise in der Öffentlichkeit eingestellt hat.
Ja, ich schaue jetzt mal auf die Frageliste, ob noch was reingekommen ist. So. Ja, nee, ich denke, das waren jetzt die drei Fragen, die gestellt habe. Ja, also dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen. Wir sind erreichbar per E-Mail. Die E-Mail sehen Sie hier eingeblendet. Wir werden Ihnen auch in einem Nachgang dann auch die Möglichkeit geben, auf das Recording, auf die Aufnahme zuzugreifen. Und auf unserer Webseite kager.com, Science Communications, können Sie auch vieles nachlesen, was wir jetzt hier Ihnen vermittelt haben. Und sehr wichtig ist uns auch, dass wir Sie einladen, mit uns in Kontakt zu bleiben. Wir versuchen auch, in die Öffentlichkeit zu kommunizieren und haben eine Reihe Kager in Conversation. Und die findet am 18. Juni die neue Diskussionsrunde, Online-Diskussionsrunde statt mit Experten weltweit. Und das Thema ist Mind versus Machine, the ethical and legal minefield of AI in scholarly communication. Das klingt wie eine Apokalypse. Aber ich glaube, das sind ganz heiße Themen, die unter Wissenschaftlern diskutiert werden. Und wir würden uns freuen, wenn Sie dort auch sich einklinken. Sie können über den QR-Code, können Sie auch weitere Informationen bekommen oder auch auf kager.com. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Eva aus England, in Leeds, aus dem hohen Norden, dass du dabei warst. Ja, gerne. Genau. Und auch bei Laura vom Marketing, die im Hintergrund gearbeitet hat, dass bei uns technisch alles funktioniert. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse, für die Fragen, die gestellt wurden. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht mal offline wiedersehen, auf Reisen oder auf Kongressen, auf der Buchmesse vielleicht oder auch auf anderen Messen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Sie finden meine Angaben auch auf kager.com. Ja, und in dem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen weiteren schönen Nachmittag und hoffentlich bis bald wieder. Auf Wiedersehen.